Ja, ein 65er Lincoln Continental Cabrio mit ungefähr 7 Liter Hubraum und ist ungefähr 5,80 Meter lang. Das ist so die Upper Class in den USA gewesen, ungefähr in den 60er Jahren. Was Größeres gab es nicht. Die Cadillac ist auch so eine Marke, allerdings aus dem GM-Konzern. Und Lincoln ist halt von Ford die Oberklasse und dann gab es noch Chrysler mit Imperial. Und ja, ich habe das Auto 2009 gefunden und habe mich direkt verliebt. Er war Schrott und jetzt haben wir seit 2009 haben wir ihn gemacht. Und ja, das ist halt eben das Endergebnis. Ab und zu fahre ich halt mal eine Runde, so wie jetzt hier halt eben nach Frammersbach mit ein paar Freunden von mir, die fahren da vorne. Und wir sind vom Oldtimer Club in Wächtersbach. Wir sind jetzt nur zu zweit, die anderen hatten heute keine Lust. Das Wetter ist nicht so toll, haben sie gesagt, aber so ein Auto ist zum Fahren halt eben.